Die Hauptdarsteller in unserem nächsten Beitrag sind Haus- und Hofhüter, ruhige Gesellschafter, stattlich und mit ihrem zotteligen Haarkleid garantiert auffallend. Das allerdings sieht man ihnen als Babys noch nicht so an. Hier ein Blick ins sächsische Rüx, in die Kinderstube der Kommandore. Trubel und Gewusel im sächsischen Rüx. 9 Wollknäule erobern seit dem 5. Februar die Welt. Stolze Mama der 6 Hündinnen und 3 Rüden ist Kommandor Eika. 1999 im Vorruhestand erfüllte sich Gertrud Date ihren lang gehegten Traum. Sie holte sich einen ungarischen Hütehund. Die haben ja früher in der Puster haben die ja die Schafherden bewacht vor Angreifer. Ich würde sagen, sind die perfekten Leibwächter. Bei uns steht alles offen, weil die Hunde da sind. Da kommt niemand bei uns zum Tor rein. Falls jemand den Vater der Rasselbande vermisst, der lebt in Holland. Er war im Dezember zu Besuch und wie man sieht, erfolgreich. Seit der Geburt haben Heide und Gertrud Date alle Hände voll zu tun. Täglich wiegen, sauber machen, knuddeln und spielen und hungrige Mäuler stopfen. Das Futter für die kleinen Kommandore ist kleingemachtes Pudenfleisch, Eidotter und Kindergrieß. Nun bin ich mal gespannt, ob denen das schmeckt. Und wie das schmeckt. Die Hunde gehören im Hause Date zur Familie und so werden sie liebevoll umsorgt. Hundewohl fühlt sich auch Enkelin Charlotte, denn langweilig ist es mit dem Kommandor nie. Wenn die Kinder zur Familie gehören, werden sie auch von dem Hund akzeptiert. Man sieht es ja bei uns, Charlotte ist ja auch mit den Hunden aufgewachsen. Und wo sie noch ganz klein war, hat ja die Schoge auf den Kinderwagen mit der Charlotte aufgepasst. Es durfte ja niemand hin. Das ist meine. Die bleibt bei mir. Tochter Heide hat sich auch für die Ungarn entschieden, aber für die kleinere und lebhaftere Variante, den Puli. Der Puli ist nicht so wie der Kommandor der Bewacher, er ist der Treibhund. Also er braucht viel Bewegung und immer Action. In Sachsen sind sie für Puli und Kommandor die einzigen Züchter. Die Nachfrage für Welpen aus ihrer Liebhaberzucht ist groß, wie der Schmerz zum Abschied. Oh, das ist ganz schlimm. Für 1.200 Euro wechselt der Welpe den Besitzer. Ausgesucht werden Familien mit Haus, Platz, Auslauf und Liebe zum Hund. Alle bleiben mit Familie Date in Kontakt. Wie Familie Günther aus Franken. Mit ihrem Rüden kommen sie mehrmals im Jahr zu Besuch ins gastfreundliche Rüx. Beim Anblick der Babys könnten sie glatt wieder schwach werden. Besonderheit ist halt, dass die Hunde sehr ruhig sind, sehr familienfreundlich sind. Wir haben selber 3 Kinder. Wollen immer schmusen und sind immer da und knuddeln mich. Also, wir sind echt begeistert, ja. Und auch damit punktet der Kommandor. Er ist pflegeleicht. Wenn das nachgewachsen ist, wird das so hier so auseinandergerissen. Das ist alles. Nicht kämmen, nicht bürsten. Ohne die Welpen wird es im Hause Date bald etwas ruhiger. Dann wollen sich auch die Zweibeiner erholen. Nur alle 2 Jahre planen sie Nachwuchs. Aus Liebe zum Tier.